sie also aber ich wollte gleich. Den Thomas fragen nachher, dass er eine sehr, sehr schöne Jacke hat, aber ob es die auch in seiner Größe gab. soll ich sie kleiner kaufen? Das war der Beste bisher. Du meinst, der wolltest du dich reinsparen, oder? Ja. Das ist ganz wichtig bei mir. Na, wir kennen uns ja lange genug. Wir hatten schon mal einen Fototermin zusammen in Monte Carlo mit dem, deinem damaligen Kollegen. Und da sagte ich zu ihm, komisch, man weiß ja, dass ihr Womanizer seid, aber heute siehst du total schwul angezogen aus. Hast du es ihm gesagt? Ja. Er hat gesagt, nee, ich nicht, der Thomas. Also er hat sich andauernd verpetzt, alle drei Minuten mit irgendwas. Ja. Also als Kollege und Freund anscheinend nicht so ganz einfach.